ich ziehe Testo-Tiffy jetzt auch wirklich auf Testo. Ne, kurzes Einwand an dieser Stelle, denn dieses Video wurde vor über 1,5 Monaten aufgenommen. Daher hatte ich da auch noch ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Kalorien und auf Deutsch gesagt war auch noch ein bisschen fetter, denn wir waren noch nicht so tief in der Wettkampfvorbereitung. Was ich auch noch sagen muss, ist Kuss geht raus an Sami. Danke vielmals fürs Schneiden. Ich schneide all meine Videos selber, bis auf das, das hat er auf korrekt geschnitten und auch aufgenommen. Falls ihr euch also da beim Schnitt bedanken wollt, bedankt euch bei ihm, nicht bei mir. Und somit gönnt euch das Video. Wasser kannst du gratis, alles andere musst sehr du den Chip. Eigentlich hast du rein uriniert. Ich bin aber sehr hydriert, wie du siehst. Ja, voll gut. Also, heute sind wir hier. Nee, ich will es. Du nimmst. Okay. Pump Booster. Hast du schon was drin? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Weil wir haben gesagt, wir try scoopen together. Willst du? Das ist normaler Crank. Ja, ich nehme einfach jetzt alles. Einfach alles nehmen, mehr ist mehr, oder? Ja, genau. Ich habe jetzt von uns noch einmal, Insanity rein und jetzt machen wir noch einen 3BT-Pump und noch einen Crank. Save mal einfach so viel rein, wie geht. Aber sehr lieb von dir. Weil mehr ist mehr. Warum pfiffst du auf mich? Wir haben gesagt, nur auf Jeremy. Warte. Hat funktioniert? Mhm. Das schmeckt geil, ne? Mhm. Hier, habe ich noch einen für dich. Warte, ich mix das mit unserem. Mach das. Weil der ist auch lecker. Magst du probieren? Aber ist halt nur ein reiner Pump Booster. Ja, ey. Also ich habe jetzt drin Insanity, 3D-Pump, ein Crank und Limitless habe ich auch noch drin. Sorge, dieser Mann hat ein krankes Herz, Angina pectoris. Aber wir haben ein Mittel dagegen. Prost. Prost. Oh Gott, ich werde so durchdrehen heute. Können wir mal reden, dass voll der Busy Man ist. Von Berlin jetzt nach Hamburg. Deutsche Bahn hat wieder richtig gut organisiert, dass er jetzt später kam. Und wir haben eigentlich gleich um 18 Uhr wieder ein Date. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich ranklotzen. Aber wir fetzen richtig und es wird geil. Es wird geil, Digga. Wir lassen uns das Training nicht versauen durch irgendwie, wir haben zu wenig Zeit. Deutsche Bahn ist unser Training. Mhm. Deutsche Bahn kann von mir aus was ihr wollt, aber nicht unser Training. Ja, so jetzt noch den Kaugummi rein. Und dann würde ich sagen, sportlich in einer Stunde durchhasseln mal. Und jetzt, wir sind im Zeitdruck und ist alles belegt, ich glaub's nicht. Easy, boah, gell? Wie ist so deine Motivation fürs Training? Eigentlich sehr gut jetzt, weil so viel Booster drin ist. In meinem Kopf so din, 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 din. Nee, vorhin hatte ich voll das Loch, weil meine letzte Mahlzeit ist schon ultra lange her. Also wirklich ultra lang und ich habe halt 1600 nur zum Essen. Okay, ja, das ist crazy. Ja. Ich finde schon, dass ich wenig habe mit 2-1, aber oh, Alter, das ist schon krass. Haben wir 20er drauf. Oh Gott. Und ich ziehe Testo-Tiffy jetzt auch wirklich auf Testo. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber guck mal, ich habe ein süßes Pferdeschwänzchen, nee, eine süße Frisur. Können sich die Leute ja selber in den Kommentaren drum streiten. Sagst du es nicht öffentlich? Dass ich unterstützend bin, ja. Ich bin keine naturale Athletin. Aber was im System ist, werden wir nie erfahren. Okay. Weil da draußen gibt es dann immer Leute, die hören was und dann denken sie, boah, ich kann das jetzt 1:1 nachmachen, würde ja bei mir auch funktionieren. Ja, das ist unglaublich dumm, aber. Und das ist einfach nicht gut. Ja, aber das sind die gleichen Leute, die irgendwie sagen, ja, du bist schuld, dass irgendwelche Leute stoffen, weil du stoffst. So. Ich finde es einfach nur wichtig zu sagen, weil ich mag es nicht, wenn Leute, die halt sichtbar unterstützend sind, sagen, ich bin natural. Ja. Dann sage ich entweder schweig und beantworte die Frage nicht. Ja, safe. Oder sag halt, dass du unterstützt mit Chemie. Ja, ich finde, es ist gleich, keine Ahnung, hast du das mitgekriegt, diesen Tobi? Der mit den Gear-Edits, der sich spritzt, im Casino und so. Okay, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der macht so Edits von sich selber, wie er, wer Stoff, wie er sich spritzt und dann so richtig behindert. Das ist so auf Ding. Und dann geben ihm die Schuld, dass irgendwelche Kinder anfangen zu stoffen. Ich denke mir nur so, Digga. Ja, ich fühle den Content nicht so. Ey, du musst jetzt nicht unbedingt Gear promoten, du musst auch nicht sagen, dass Casino geil ist und so. Ja, aber wenn dann irgendjemand sich spritzt, ist er selber schuld und dieser fucking Influencer hat keine Schuld daran. Auch wenn er sagt, auch wenn er als Joke sagt, ja, ey, es war von mir die beste Entscheidung meines Lebens oder sogar wenn es ernst gemeint ist, dass ich Steroide genommen habe. Ja, Digga, sag das. Aber wenn du jetzt als fucking 16, 14, 15-Jähriger dir dann denkst, ja, der macht das jetzt, spritzt sich selber, dann bist du einfach ein fucking Vollidiot und deine Eltern haben ziemlich reingeschissen. Ich würde ja heute gerne spotten und unterstützen, aber ich überspiele meine Schmerzen sehr gut. Dann mach nichts. Nix. Nicht, dass du dich verletzt.
Jetzt musst du natürlich mehr Gewicht als ich nehmen, ne? Ja, ich würde nochmal eine 20er draufballern. Nochmal eine 20er, Alter. Ich werde hier komplett auseinandergenommen. Okay, mein innerer Monk muss jetzt ganz, ganz stark leiden. Dann können die Leute mal in die Kamera schreiben. Unter das Video schreiben. Ich habe immer so ein Tick, es müssen die gleichen Scheiben sein. Wisst ihr, was richtig gemein ist? Wir sind beide im Prep und da ist einfach ein fucking Kino. Und da draußen riecht so nach Popcorn. Ja, Alter, das ist ehrenlos. Aber wie ist eigentlich so Ding, wenn du bist in der Prep und ja, andere essen dann so Sachen wie Pizza? Hast du da ein Problem mit? Nee, frag mal Sami, ich koche ihn jeden Tag. Ich bin eine, ich muss das sehen. Und ich zwinge die Leute, das zu essen so. Und die müssen mir das detailliert beschreiben, wie das schmeckt. Okay, next level. Drei Platten, Digga, das muss man erstmal hinkriegen. Ich muss leider aufhören, weil der Druck in meiner Bandscheibe sonst zu groß wird. Wo spürst du die Bandscheibe eigentlich nicht? Wenn ich laufe. Deswegen habe ich jetzt um die Uhrzeit schon 21.000 Schritte. Nicht schlecht. Ist aber gut für die Prep. Nur ich bin halt schon fertig. Ich muss schon refeeden, 1000 Mal. Mit okay, 4000. Aber das ist auch geil. Also ich glaube, da sagst du ja auch nicht, oh nein, ich muss. Das ist für mich das Schlimmste. Wieso? Wenn ich essen muss in der Prep wegen Kopf, ich habe dann immer Angst, dass ich die Form versorgen will. Ich bin in der Off-Season, komplett anderer Mensch wie in der Diät. Komplett anders. Okay. Für mich ist mehr Essen bestrafen. Ich will das immer gar nicht. Ist ehrlich ein bisschen behindert. Nee, darf ich nicht sagen. Darf ich nicht sagen. Sag mir dumm, dumm. Wieso darfst du das nicht sagen? Die Leute sagen immer, das sagt man nicht, das Wort. Ey, das wird mir auch gesagt, aber jetzt mache ich mich damit so schön angreifbar. Aber ich sage euch ganz ehrlich, mir wurde das schon gesagt, du darfst behindert nicht als negativ oder so sagen. Ich bin selber behindert, ich habe ADS, Asperger, was beides als geistige Behinderungen zählen, bla bla bla. Fühlt euch nicht von jedem Scheiß angegriffen. Ja. Ich benutze behindert als Beleidigung. Natürlich, ich will doch kein Kind im Rollstuhl damit beleidigen. Schaltet mal euer Gehirn an. Und fühlt euch nicht von jedem Wort, das irgendjemand sagt, angegriffen. Ich hasse diese Kultur von, man darf gar nichts mehr sagen. Es ist einfach so Abfuck. Sehr schön. Stark, komm. Da geht noch eine, komm auf. Sehr kontrolliert, super, super. Komm. Stark. Come on. Dein letzter Satz an der Übung. Alles geben. Push, push. Schön. Ja, geil. Sehr schön. Ich habe nicht nur ein Problem, sondern zwei. Weil bei mir ist immer noch wie letztes Mal, weil ich rechter Arm so, da geht dann nicht mehr. Dann probiere ich links zu schieben, verdrehe ich mich unten. Da fixst du dich. Ja, weil ich habe gerade mit dem Arzt telefoniert. Und die große Problematik, soll ich dir sagen, ich bin jetzt 28, gell? Mhm. Wenn du mal mit 28 deinen Urin nicht mehr halten kannst, dann weißt du, dass irgendwas nicht passt. Weil von meinem Bandscheibenvorfall oder was es auch immer ist, rückt es so auf den Nerv, dass ich manchmal einfach inkontinent bin. Ja. Auf Deutsch gesagt, dich einpisst. Mich anpisst. Oder Revier markieren, weißt du? Ah, du, genau. Du fühlst dich in deinem Territorium angegriffen, genau, weil ich so breit bin. Genau, so sieht's aus. Ja, ihr habt's gehört, jetzt Leute. Fangen wir an, hier hin zu urinieren. Und dann werden wir gleich rausgeschmissen. Können wir mal drüber reden, dass die hier einfach ein fucking Schwimmbad haben. In diesem Aber Studio. Keine Upper Chest Press. Ja. Die haben keine Maschine für die falsch investiert. Brust. Was ist jetzt hier los? Digga, die Wehen, Alter. Auf dem Bauch. Also du könntest jetzt eigentlich so, wenn du piekst, jetzt auf die Bühne. Ja, aber ich habe jetzt nicht viel Carbs drin. Wir haben letztens Carb-Loading gemacht, da sah es nochmal anders aus. Ja, natürlich, klar. Das ist schon pervers. Also ich bin schon ein bisschen flash von deiner Form. Boah. Sehr gut. Also schönen Streifen an den Schultern hast du auch schon. Ach, danke. Gell? Ging ordentlich was. Ja, war gut, Digga. Der Satz war geil. Ich liebe es, wenn man Satz so richtig reingeht. Und jeder, der sagt, man muss leise trainieren und man kann nicht irgendwie ein bisschen rumstürmen, bla bla bla, ihr seid Fotzen, geht in die Bibliothek, wenn ihr ruhig sein wollt. Ich finde das so krass, diese Striations überall. Schön. Wenn der BH mal nicht mehr passt, dann weiß ich. Dann weiß ich Bescheid. Wir sind hier, das da. Das sind irgendwie zwei Tage ohne, nur damit ihr es wisst. Hier, von dieser Form, guckt euch das an. Von dem so. Ihr seht, ihr könnt schon sagen, sieht okay aus, bla bla bla. Aber zu dem, das ist irgendwie ein Tag Unterschied. Ja. Und guckt euch das an. Also, ja, guck, aber das sagt ja, deine Schulter ist echt krass. Ja, das ist immer Licht, auch Posen, alles Mögliche. Aber für mich ist gut, du kannst deine Übung schon mal an die Dehnung. Ich finde es gut, weil da muss ich mich nicht so verdrehen. Weil ich kann gerade nicht so in die Dehnung, weil wenn ich mich so drehe, dann tut es voll weh. Aber es wäre jetzt auch dingsfrei, gell? Turm. Ich bin am Kabel 1000 Mal geiler. Also, dann machen wir Kabel. Du nicht? Oh, doch.
Bei mir ist Rauchen eben schlimmer wie die Übung. Ohne Bank funktioniert das nicht so gut. Ich mache es normalerweise immer mit der Bank. Der kann es besser stabilisieren, gell? Ja, wenn du so sitzt, ist viel besser. Das habe ich gerade auch gemerkt. Oh. Also an alle da draußen, ich weiß, deine Community wird ja jünger sein. In dem Alter, wo ich angefangen habe, habe ich auch mal gedacht, wenn was zieht oder zwickt, mal so, ach, scheiß drauf. Aber jetzt bin ich 28 geworden. Sämtliche Sachen gebrochen, ausgekugelt und. Es wird nicht besser, deswegen achtet auf euren Körper. Priorität Nummer 1 ist gesund bleiben. Priorität Nummer 2 ist aber alles geben. Ja. Aber es macht keinen Sinn, mehr zu drücken, wenn es wehtut und man sich dann irgendwie die Schulter verletzt, den Tritt, was auch immer. Ja, vor allem, guck, bei mir war es auch wieder ein Ego-Ding. Das letzte Mal war es beim Kreuzheben, wo scheiße war. Dieses Mal wollte ich die Sicherung. Ich so zum Sami, oh, geh weg, ich mach's alleine. Und hab mit 200 Kilo hier drauf, weil ich habe Kniebeugen gemacht am Gerät. Und hab mit einem Bein die Sicherung zurückgekippt. So? Ja, weil ich hab, ab 12 bin ich nicht mehr hochgekommen. Und der Schlitten, du kannst den nicht ablassen, dann bist du so zusammengefaltet. Und es war keiner da und dann habe ich es mit dem Fuß zurückgetreten, weil ich den Sami weggeschickt habe. Weil ich gesagt habe, ich muss 15 Wiederholungen hinkriegen und hab nur 12 hinbekommen und war so sauer. Ja. Das heißt, auch mal Ego, ich weiß, das ist schwierig, aber bevor es euch so geht wie ich muss jetzt echt aufpassen und das kurz vor der Bühne, das ist sau ärgerlich. Du hast dich aber selber gefickt damit. Ja, ich habe mich selber kaputt gemacht. Ja. Schultern sehen trotzdem brutal aus. Also das ist ganz, ganz komisch von der Belastung her. Aber Jeremy ist ja Meister im Seitheben. Alter, was ist das für eine Scheiße? Die ist voll komisch, gell? Die macht ja irgendwie, hä? Meinst du, ist besser, wenn wir uns andersrum setzen? Scheiße, gell? Wir wollten eigentlich an das Gerät, was er mir letztens erklärt hatte, wo ich nie gespürt habe. Ja, so geht die, doch, so geht so die. So geht die? Ja, man sieht auch, du triffst sie gut, gut. Also in den Schultern sieht man, dass da was arbeitet. Dankeschön. Push. Schön. Gib alles. Die Schulter arbeitet cool, man sieht alles, die Serrations ist brutal, come on. Noch ein paar. Wer ist der Pinguin? Du bist der Pinguin, ich come bin on. Der Pinguin. Du bist der Pinguin. Oh, scheiße. Ja, das riecht zu viel, Dicker. Aber mach mal noch mal kurz. Mach mal nur kurz noch mal. Sami, kriegst du es drauf? Guck mal, seine Schulter. Richtig schön. Trizeps, mega. Sieht gut aus, krass. Danke. Sauber. Aber muss sagen, Trizeps kommt auch richtig gut. Bin geflasht hier, sag ich dir ehrlich. Dankeschön. Wir haben hier gerade gute Neuigkeiten gekriegt. Ja. Marvin braucht noch länger. Ja, genau. Das heißt, wir haben doch noch Zeit für Trizeps. Ja, woo! Weil das und jetzt wäre es sogar noch behinderter gewesen, hätten wir uns darüber aufgeregt. Das stimmt, das stimmt. Aber so ein Mensch bin ich immer. Ich explodiere immer und dann ist noch alles halb so wild. Du hast ja schon einige Wettkämpfe gemacht. Ja, schon und auch nicht ganz unerfolgreich, wenn man das so sagen kann. Immer gut abgeschlossen. Ja, hast du mir ein paar Tipps noch für die Wettkampfdiät? Weil ich bin ja jetzt auch mitten in der Diät drin, im Prep. Ja. Sachen, die du mir mitgeben kannst. Gut vororganisieren. Das heißt, Ende zum Wettkampf. Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon merkst, dass du manchmal ein bisschen vergesslicher wirst oder ob das noch geht alles. Moment, geht noch. Weil da steht ein bisschen anders, aber zum Wettkampf hin wird es ja immer schlimmer mit der Birne. Mhm. Je nachdem, bei dir ist jetzt so, du bist ja schon auf Social Media und ziemlich präsent. Das heißt, ich denke jetzt nicht, dass du so aufgeregt bist wie andere. Aber trotzdem kommt eine gewisse Aufregung. Mhm. Ob's jetzt dann, manche sind too much aufgeregt, manche ist aber so eine positive Unruhe. Weißt, endlich geht's los. Und dann vergisst du aber viele Sachen. Ja. Und da habe ich mir angefangen, To-Do-Liste. Ja. Gerade wenn du eine Tasche packst, was brauche ich? Tellerbänder. Brauche ich auch schon jetzt. Also ich bin selber auch deswegen, ohne Prep komplett umfällig. Ja, aber das ist ja das Gute. Mit deinem Reisen kennst du ja vieles schon. Bei vielen ist das aber nicht so. Und dann stehen die da und dann sind die voll überfordert. Und was ist das Schlimmste, was du vor dem Wettkampf haben kannst? Stress. Ja, bei Cortisol ist das Schlimmste. Da ist ein Fressen, was mal nicht nach Plan läuft oder so, ist nicht so schlimm wie Stress, wie Cortisol. Mhm. Deswegen immer eine To-Do-Liste, das abhaken und dann auch rechtzeitig immer Zeit mit einplanen, weil du weißt selber, Stau, Deutsche Bahn, irgendwas, dass du richtig rechtzeitig da bist, weil du bist froh Backstage. Ich sag, die Athleten rennen rein und gucken, dass sie den besten Platz kriegen. Bei manchen Veranstaltungen gibt es dann nur ein paar Stühle, dass du deine Haxen hochlegen kannst.
weil du willst ja nicht, dass die zulaufen. Ja. Das heißt, wenn du rechtzeitig da bist, dann hast du da auch schon nicht einen Stress und so. Mhm. Weil es ist auch manchmal, je nachdem welcher Verband, mal Klassenschiebungen, weißt du, dass es sagt, oh, du kommst jetzt eine Stunde früher dran oder später und dann bist du einfach da und die Welt kann untergehen. Ich habe auch noch gehört, also was mir empfohlen worden ist, dass man, ich gehe ja, mein erster Wettkampf ist in Birmingham, UK. Ach krass, okay. Dass ich da ein paar Tage davor schon da bin, dass auf jeden ich mich Fall. Da ein bisschen dran gewöhne. Ja, du, dann Sachen kannst du die Lage anschauen. Abchecken. Also jetzt, wenn es so, zum Beispiel, ich bin ja international mal in Thailand oder so gestartet, dann ist es noch krasser wegen Akklimatisierung. Ja. Aber auch wenn du woanders hingehst, ist trotzdem wichtig für dich auch zum Runterkommen, dass du dein Hotel hast oder Airbnb, dass du weißt, wo sind welche Spots. Ja. Du kannst es vorher alles rangucken, du kannst dich an die Location gewöhnen, was halt jetzt da am Platz ist. Mhm. Und das bringt dich auch alles runter. Weil immer so hau ruck, einen Tag vorher da, das bringt deinen Geist nicht wirklich zur Ruhe. Ist der gleiche Punkt wieder mit dem Stress. Ja. Aber bei dir kommt halt so viel schon ins Positive hervor durch deine Arbeit, durch dein Reisen, was du jetzt halt auf das reflektieren kannst. Ja, das ist die Erfahrung, die man schon gemacht hat, aber es ist allgemein im Leben so bei allen Sachen. Wenn du schon gemacht hast, wird ja auch, wenn man denkt, hey, was wird denn das, wird es für irgendwas anderes bringen, irgendwo bringst du dir dann was. Und ganz wichtig ist, aber so schätze ich dich auch nicht ein, ist, du kommst an Wettkampf hin, es sind überall Athleten auf einmal. Und dann guckt man automatisch, alles sind angezogen, dann geht's los, wiegen, messen, eintragen und dann fängt man automatisch an. Und dann, hey, ist der bei mir in der Klasse? Ich weiß es nicht. Boah, scheiße, wenn der bei mir in der Klasse ist, dann kann ich gerade nach Hause gehen. Weißt du, viele fangen dann an, nach rechts und links zu gucken. Schätze ich mich gar nicht so ein. Glaube ich auch nicht, aber das wäre mein Tipp trotzdem so. Ja. Bleib trotzdem bei dir. Klar, du kannst gucken und es auch schön finden, aber du weißt nie, wer ist in welcher Klasse. Und sich da verrückt zu machen, ist total bescheuert, weil du hast bis zu dem Punkt deine Hausaufgaben erledigt. Dann heißt es nur noch genießen. Ja, du kannst eh nichts mehr dran ändern. Ja, genießen, abliefern und fertig. Mhm. Und sich da dann reinzusteigern, ob da jetzt jemand besser oder schlechter ist für dich. Am Ende entscheidet die Judges unten, aber du hast dein Paket gebracht. Das heißt, wirklich, nimm dir das nicht, sondern genieß diesen Moment. Genieß den Bühnenmoment und fertig. Okay. Das ist eigentlich das Wichtigste. Weil wir machen es ja auch, weil es eine Leidenschaft ist. Und sich dann unter Druck zu setzen, wäre total doof. Und deswegen, ich weiß ja nicht, wer bei dir Familie oder Freunde mitkommt zum Zuschauen. Meine Eltern kommen wahrscheinlich. Ja, guck, und das ist ja auch schön. Das ist geil. Also das sage ich dir auch. Dann einfach davor sich auch ein gutes Restaurant raussuchen, wo man halt danach hingehen kann, gemeinsam genießen und auch danach einfach bewusst hinsitzen, bewusst die Mahlzeit nicht schlingen oder so, weil viele sind dann halt gerade nach der ersten Wettkampfsaison so voll aufs Essen und fressen das rein, sondern einfach mit deiner Familie diesen Moment genießen. Auch das Essen wertschätzen, darum geht es auch. Der Sport soll dir auch nochmal eine Wertschätzung wiedergeben, eine Dankbarkeit. Das wären so meine Tipps. Wie stehst du danach? Viele essen ja ein absolutes Riesen-Cheat-Meal nach dem Wettkampf direkt? Ja, kommt drauf. Also ich bin eigentlich, ich futter auch immer rein. War ja auch letzte Wettkampfsaison. Aber nicht so, am Anfang war es immer so, dass man mich teilweise drehen musste im Bett, weil ich so Schmerzen hatte. Also so überfressen. Und das will ich auch gar nicht mehr, weil es deinem Körper nicht gut tut. Auch viel zu viel Wasser. Klar, natürlich. Viel zu viel Stress fürs System. Genieß, wenn du Lust hast auf was Deftiges, danach ein Dessert. Verweigerst dir nicht, sondern mach es aber trotzdem so vernünftig. Wenn du merkst, es ist einfach zu viel jetzt, dann hör auch auf. Weil viele haben dann, oh, ich muss ja dann weiter diäten oder ich mache nochmal einen Wettkampf oder irgendwann mal. Und dann denken die, die müssen jetzt das reinhauen. Aber das Essen, Leute, es rennt euch nicht davon. Wirklich. Außer vielleicht die ab und zu limitierte Edition von was. Aber Essen gibt es ja immer. Ja. Es rennt euch nicht weg. Ey, aber Tiffy. Ja, bitte? Wie findest du mein Tanktop? Gut. Ist geil. Ist schön. Not vegan. Hä? Ja, ich seh's auch an deinen Stories. Ich seh's auch an deinen Stories. Vegan. Aber da krieg ich immer Lust, weil ich habe immer Cravings auf Fleisch. Obwohl ich jeden Tag Fleisch hab. Ja, aber Fleisch kann man nie genug haben. Das ist der wahre Worte. Aber ja, diese T-Shirts da, beziehungsweise das ist jetzt ein Tanktop, bin ich selber am machen. Meine eigene Kleidermarke bin ich da am aufbauen. Aha. Not vegan. Falls ihr Bock habt, kommt schon mal auf jeden Fall in den WhatsApp-Channel rein. Link ist in der Beschreibung drin. Da kriegt ihr die Updates. Vielleicht kriegt ihr auch mal Early Access oder exklusive Rabattcode. Was aber nochmal richtig geil ist, ihr könnt mitbestimmen. Weil ich mache die Marke nicht nur einfach nur selber irgendwas, sondern ich mache die Scheiße mit euch. Es ist ein Projekt von uns zusammen, das ist was wirklich, wirklich geil ist. Und wenn ihr reinkommt, dann in den WhatsApp-Channel, dann könnt ihr auch abstimmen, so ey, dieses Design so, so, was findet ihr geiler? Ist wirklich eine geile Aktion. Und ja, also. Und das Witzigste ist, ihr könnt in diese WhatsApp-Gruppe dann natürlich auch gern all eure veganen Kollegen, obwohl wahrscheinlich sind zwar keine Kollegen, aber alle Veganer, die ihr kennt, einladen, die freuen sich dann darüber. Ja, total. Wo meine Schwester mir mal geschrieben hat, ich bin jetzt Veganerin, dann habe ich ihr ein Burgerbild geschickt. Von so einem richtig fetten, geilen Burger mit so fett Fleisch. Geil. Aber man muss sagen, okay, ihr Mann ist auch Veganer, aber der macht, Leute, vegan musst du wirklich studiert haben, weil die meisten können es halt nicht richtig. Ja. Und wenn der kocht, der hat so viel Einzelheiten und macht das und so, das ist auch das einzige Mal, wo ich dann echt
esse und sage, der schmeckt gut, aber der beschäftigt sich krass damit. Die meisten klar machen das gar nicht. Also ich könnte niemals ohne Fleisch, sage ich euch. Hundertprozentig auch nicht. Ja. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, vegan ist halt offensichtlich, sind Sachen wie eine fucking Brokkoli oder so ist vegan. Es gibt geile vegane Sachen, aber Fleisch ist halt so genau gleich wie irgendwelches Gemüse. Es gehört einfach dazu. Es ist die Kombination ja aus allem zusammen. Und das Problem des beschissens am Vegan sind diese Ersatzprodukte mit 58 ja Inhaltsstoffen, die dir irgendwie Krebs und was auch immer alles geben. Irgendwie kriegst du AIDS von denen, ich weiß auch nicht wie, aber... Das ist aber auch voll ekelhaft, da ist so viel ja Scheißdreck drin. Aber wirklich, ich esse das Prinzip nicht. Ja, ja. Auch wenn jemand sagt, ja, das schmeckt genau. Nee, ich, solche Scheiße mache ich in meinen Körper nicht Steak, rein. Steak, Medium. English. Oder English. Rare. Ja, ich auch. Geil. Ich habe in der letzten Prep, weißt du, auf was ich Cravings hatte? Hm? Auf Hühnerherzen. Und dann habe ich mir die gekauft und habe die in Airfryer gemacht. Das war wirklich nicht lecker. Ich kann so einfach... Ich weiß, man darf es nicht sagen, aber du bist behindert, Alter. Ich hab da echt so. Wie gesagt, ich danke dir auf jeden Fall, dass du so spontan vorbeigekommen bist, dass du den Weg auf dich genommen hast. Das Video ist jetzt noch nicht fertig, wir machen ein Posing. Machen wir das in deinem Ding auch mit rein? Natürlich. Und wir schneiden es dann raus als Reel, Sami? Wir klauen, sagen, wir klauen das Material. Wir machen zwei. Nee, ich glaube, wir klauen das, weil ich klaue das gern, weißt du? Ja. Ich klau dir das Material. Ist nicht gut, nicht okay. Okay, dann sehen wir uns dann beim Posen gleich später. Also ich geh kacken und zieh mich um. Okay, Posing. Du Posing. Hast dich schon umgezogen, wie man sieht? Genau, auf dem Klo gleichzeitig, während ich gekackt habe, habe ich mein Bikini angezogen. Das hast du gut gemacht. Voll gut, gell? Multitasking. Ja. Die. An alle da draußen. Wir machen auch noch ein Reel. Das mache ich als Collab-Post. Ich fände es trotzdem gut, bevor hier jetzt Kommentare rumgehen. Wie alt bist du jetzt nochmal? 16, 28, 11 Jahre Training. Zwei, also eineinhalb Jahre ja Home Gym und dann ja ein Jahr im richtigen. Und natural unterstützend. Ja. Das ist die Information für euch. Trotzdem machen wir mal eine Posing-Ding zusammen. Breit und ich. Nee, gut, richtig gut. Nein. Für dein Alter und zack, ja, man muss es dazu sagen, weil mir. Kommunizieren offen darüber und dann können die Leute trotzdem haben, weißt du, kannst du trotzdem ja, ja nicht vergleichen. Natürlich. Aber ich finde es trotzdem cool, wenn man mal so Posing zusammen ein bisschen macht. Das ist für Rücken. Wirklich? Kranke Form. Aber bei dir auch. Guck mal, wenn wir jetzt in den Spiegel mal gucken. Dreh ich mal in den Spiegel, machen wir nochmal Double Bicep. Aber jetzt guck dir das mal an trotzdem. Also du darfst ja nicht vergessen, guck mal deine Arme an und Beine, ist recht gut. Jetzt überleg mal, bei mir 11 Jahre Training und trotzdem ja unterstützen. Guck mal, das sieht richtig gut aus, wirklich. Danke. Ja. Also Leute, echt mit ganz vielen Leuten einfach posen, üben. Integrieren auch mal Frau, Mann, unterschiedlich mal. Der eine guckt drüber, der andere guckt drüber. Dann habt ihr ein bisschen mehr Spaß dabei. Und es ist echt wirklich richtig anstrengend. Und vor allem da auch üben, weil die Judges, die sitzen ja unten. Und wenn du so in dem Line-Up stehst und die gucken, tak, 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 tak. Und dann gerade in dem Moment machst du, hast schon voll verkackt. Ja, Alter, das ist ja so ein kleiner Moment, den ja ich einfach komplett. Aber ich gehöre auch zu den Athleten, ich mache es immer so ein bisschen stiefmütterlich. Aber es wurde ja auch noch nie wirklich gemeckert, weil wenn dann der Bühnenmoment kommt, dann bist du so voll mit diesen Emotionen, dass du schon allgemein mit einer ganz anderen Präsenz da hochläufst, natürlich, weißt du? Ja. Diese Energie und alles so. Aber wirklich auch von dir Chapeau. Respekt. Peace out.